Evangelischen Akademie bitten, den Ton auch zu starten. Ja, herzlich willkommen zur Vorschau-Pressekonferenz zur Frankfurter Buchmesse 2022 hier im Panoramasaal der Evangelischen Akademie in Frankfurt. Und ich begrüße auch die Teilnehmerinnen und die Teilnehmer sehr herzlich, die den Livestream verfolgen. Es sind nur noch wenige Wochen und dann sehen wir uns auf dem Messegelände wieder. Wir freuen uns, wir sind gespannt und wir möchten Ihnen heute einen Ausblick geben auf die Frankfurter Buchmesse. Dazu begrüße ich gleich Jürgen Boos, den Direktor der Frankfurter Buchmesse, und Lars Birkenbert, der Programme und Partnerschaften verantwortet. Und ich begrüße sehr herzlich zwei Gäste hier heute, und zwar ist die spanische Autorin Cristina Morales hier. Hier kommt gerade zur Tür rein. Herzlich willkommen, Cristina. Sie ist aus Italien für diesen Anlass gekommen, wo ein Teil ihrer Familie lebt. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute da ist. Und ich begrüße auch sehr herzlich Ferrando Melia, einen langjährigen Freund der Buchmesse und Begleiter. Und er ist der Leiter des Instituto Cervantes hier in Frankfurt. Herzlich willkommen. Und ich möchte auch noch zwei Menschen erwähnen, die den Livestream verfolgen. Und zwar sind es zwei Übersetzerinnen von Cristina Morales, und zwar Friederike von Kriegern, ihre deutsche Übersetzerin in Berlin, und Jerry Dunn, ihr amerikanischer Übersetzer in Washington. Zum Ablauf. Wir beginnen gleich hier mit Jürgen Boos und anschließend mit Lars Birkenbert. Dann wird Cristina Morales eine kurze Rede halten. Und ich werde sie dann auch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Und anschließend wird Ferrando ihr ein paar Fragen stellen auf der Bühne. Ein Hinweis, die Rede, Cristina Morales wird ihre Rede auf Spanisch halten. Und wir werden dann kurz bevor sie beginnt, das Redemanuskript in deutscher Sprache hier verteilen, dass Sie das verfolgen können. Und alle, die die Pressekonferenz live sehen, die finden das deutsche Redemanuskript dann im Netz, im Pressebereich auf buchmesse.de. So, und jetzt Jürgen Boos. Danke. Danke, Katrin. Guten Morgen. Ich habe das am Montag, war ich in Berlin auf der Botschafterkonferenz. Alle deutschen Botschafter kommen einmal im Jahr nach Berlin. Und Frau Baerbock hat begrüßt und hat sich das ganz einfach gemacht, weil der Vorredner schon eigentlich alles gesagt hatte. Und danke, Katrin, dass du alle begrüßt hast, auch die im Netz. Und ich mache das genauso. Wir fangen an. Ich freue mich sehr, wieder hier stehen zu können nach zwei sehr schwierigen Jahren für die Frankfurter Buchmesse. Es ist toll. Und ich hatte gerade eben überlegt, ob wir eigentlich den Livestream abschalten sollen. Also so rein physisch hat auch was ganz für sich. Aber ich freue mich sehr, dass es wieder möglich ist und wir tatsächlich auf diese größtenteils physische Buchmesse zusteuern, und irgendwie ist das ja für uns immer der offizielle Startschuss. Aber wenn ich sage, zwei schwierige Jahre für die Frankfurter Buchmesse, es war ja nicht für die Frankfurter Buchmesse schwierige Jahre. Es waren für uns alle und für die ganze Welt schwierige Jahre. Und wenn wir über unser Produkt, die Bücher, sprechen, wenn wir über die Geschichten sprechen, über das Geschichten erzählen, dann wissen wir, dass diese Geschichten immer wieder die Welt abbilden. Und diese Geschichten lassen uns zweifeln, sie lassen uns hoffen, aber immer stellen sie Fragen an uns und wir müssen für uns selbst eine Antwort finden oder wir müssen eine Stellung beziehen. Und das ist genau das, was immer wieder auf der Frankfurter Buchmesse passiert. Sie haben es hier oft von mir gehört, wir sind ein Spiegelbild, Sie können es nicht mehr hören, dieses Bild, aber ich muss es trotzdem immer wieder sagen. Es ist so, in den Geschichten, die auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert werden, auf der vermutlich größten, internationalsten Kulturmesse der Welt, findet sich alles wieder, was uns beschäftigt, was die Autoren beschäftigt, was die Übersetzer beschäftigt, was alle, die mit Büchern arbeiten, beschäftigt. Die Frankfurter Buchmesse ist in erster Linie eine weltoffene Handelsplattform. Aber dieses wertvolle Gut, die Geschichten, mit denen wir handeln, sind die Vorbereitung für einen Diskursraum. Wir stehen mit unserem Programm immer wieder für kulturelle Annäherung. Ob das in Frankfurt Pavillon ist, den wir dieses Jahr wieder aufbauen können, wo wir wichtige gesellschafts- und kulturpolitische Fragen aufgreifen,
ob das neue Perspektiven sind, Denkansätze, Aufzeigen von Handlungsräumen, auch durch unsere Internationalität, durch unsere internationalen Teilnehmer. Wir erwarten Menschen aus über 80 Ländern dieses Jahr. 2019 waren es weit über 100. Aber Sie wissen, dass noch viele Länder auch durch die Pandemie verhindert sind, nach Frankfurt zu kommen. Aber trotzdem überschreitet das all das, was wir uns gewünscht haben. Die Frankfurter Buchmesse ist immer wieder Seismograph für gesellschaftliche Veränderungen. In dieser angespannten politischen Weltlage sind Kultur und Literatur friedensfördernde Mittel. Kriegen trennen, Literatur verbindet. Unser diesjähriger Friedenspreisträger Sergei Schadan sagt, Bücher können den Krieg nicht beenden, aber Bücher können dir helfen, nicht unterzugehen. Ein weiteres Zitat von ihm: Mit Dichtung lässt sich kein Krieg gewinnen, aber Dichter können Zeugnis ablegen vom Krieg. Wir glauben, dass Kultur wichtiger ist denn je. Wir glauben, dass Kultur helfen kann, Konflikten vorzubeugen, und Kultur kann Verständnis ermöglichen. Es geht ja nicht nur ums Reden, sondern es geht vor allen Dingen auch ums Zuhören. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder propagieren möchten. Es geht um Austausch, es geht um Begegnung. Alle Themen, die uns beschäftigen, ob das dieser Krieg ist, den ich angesprochen habe, ob das die Rechte von Minderheiten sind, ob es gesellschaftliche Diversität ist, ob es um das Attentat um Salman Rushdie geht, der auch immer wieder sich auf der Frankfurter Buchmesse ohne Personenschutz aufgehalten hat und dem jetzt etwas widerfahren ist, von dem ich nicht glaubte, dass es nochmal passieren würde. Themen wie Antisemitismus, Sie sehen die Diskussion auf der Documenta jetzt, all diese Themen werden wir auf der Messe auch wiederfinden. Wir werden hoffentlich darüber reden können, wir hoffen, einen friedlichen Diskursraum zu haben. Ich bin mir sicher, auf der Buchmesse wird es immer friedlich sein. Aber manchmal wünsche ich mir auch, dass es zumindest mal an verschiedenen Stellen lauter wird, wenn Meinungen aufeinander prallen und diese Meinungen Reibung erzeugen und diese Reibung uns weiterdenken lässt. Ganz besonders aber freue ich mich, weil wir das viele Jahre vorbereitet haben, und voran wir darüber auch über diese Vorbereitung zu Freunden geworden sind. Wir freuen uns sehr auf Spanien. Unser diesjähriger Ehrengast, der, und ich musste das immer wieder erklären, es geht hier nicht um eine Nation, sondern es geht um einen Sprachraum. Und dieser Sprachraum besteht aus verschiedenen Sprachen. Und das wird das Spannende sein. Ich glaube, das wird viele hier in Deutschland überraschen. Das spanische Königspaar, der deutsche Bundespräsident werden gemeinsam die Messe eröffnen. Das freut mich natürlich auch ganz besonders. Ich sehe das als große Wertschätzung an, aus Spanien, aber auch durch den Bundespräsidenten Herrn Steinmeier. Sie sehen jetzt vermutlich hinter mir, ich hoffe, wenn das klappt, das Logo des Gastlandes, die übersprühende Kreativität, Creatividad Desbordante. Habe ich das richtig gesagt, Veron? So ungefähr, okay. Sie wissen, einige von Ihnen, dass ich mich lange an Spanisch versucht habe und mein Spanischlehrer an mir verzweifelt ist. Der Pavillon wird sehr modern sein. Der Pavillon spiegelt das wider, was in der Gesellschaft in Spanien passiert. Widersprüche, aber auch ein Ringen um eine sehr widerständige Identität. Das Architektur- und Designstudio Enorme aus Madrid hat gemeinsam mit dem Designteam Vitamin, auch sehr bezeichnend, wir müssen viele Vitamine zu uns nehmen, um die 5 Tage im Oktober zu überstehen. Der Ansatz, der dahinter steht, die Konzeption, nennt sich die Theorie der Kirschen. Wenn Sie in kleine Schüssel mit Kirschen greifen und Sie ziehen dran, dann erwischen Sie nicht eine, dann erwischen Sie immer mehrere. Und genauso wird sich dieser Stand, diese Präsentation darbieten. Sie werden an einer Stelle was entdecken und werden ganz viele andere Dinge mitentdecken. Geschichten sind wie Kirschen, denn wenn man an einer zieht, bekommt man die nächste dazu. Ich finde das eine tolle Idee. Die Vielsprachigkeit hatte ich angesprochen. Wir haben eine neue Generation von Autorinnen. Vor über 30 Jahren war Spanien schon mal Gastland auf der Frankfurter Buchmesse. Das hat nichts mit dem Spanien zu tun,
nichts mit den Autorinnen, die jetzt auf der Frankfurter Buchmesse auftreten werden. Es geht um die spanischen Sprachen, es geht um Katalanisch, es geht um Galizisch, es geht um Baskisch, es geht um Castellano. Und sie sind gleichwertig vertreten. Wir haben Irene Vallejo, ein Weltbestseller. Sie schreibt über Papyrus, über Bücher. Wir haben Antonio Muñoz Molina als Eröffnungsredner. Und wenn man sich anschaut, wo sie herkommen, dann ist das ganz Spanien. Ja, Irene kommt aus Saragasso. Muñoz Molina, glaube ich, aus Andalusien. Ja. Xavier Cercas zum Beispiel, Extremadura, so ungefähr. Und Katalan. Und Katalan. Rosa Montero ist aus Madrid. Manuel Rivas, Galizien. Wir decken ganz Spanien ab, wir stecken die Regionen ab. Und wie gesagt, ich glaube, wir Deutschen denken immer an die Strände, wir denken an Madrid, wir denken an Barcelona. Und ich glaube, bei Galizien wird es schon ein bisschen schwieriger. Es werden 200 Titel in mehr als 100 Verlagen, sind jetzt seit Januar 2021 in deutscher Sprache erschienen. 320 Aussteller und Agenten aus Spanien werden auf der Messe sein. In unserem Lit-Ag, das überbucht ist, wir haben eine Warteliste, und das nach 2 Jahren der Pandemie, unser Agentenzentrum, das Herz der Messe, sind die Spanier die drittgrößte Kraft nach den englischsprachigen Katrin und den deutschsprachigen, nehme ich an. Ja. Es wird auch hier im öffentlichen Raum, wie Sie wissen, ist die Frankfurter Buchmesse nicht nur ein Handelsplatz, nicht nur ein Raum für Diskurs, intellektuell, kulturell, politisch, sondern es ist auch ein kulturelles Festival, und es findet hier in der Stadt statt. Wir werden bei Arts Plus, unserem Schwerpunkt, wo wir immer die Grenzen des Buches überschreiten wollen, werden wir zeitgenössische Illustrationen aus Spanien präsentieren. 60 Geschichten mit 120 Illustrationen. Der Prado wird sich auf der Agora auf dem Messegelände darstellen. Das sind Reproduktionen von Ausstellungsobjekten aus dem Prado. Es ist eine tolle Zusammenarbeit mit der spanischen Botschaft, die Stadt Berlin, Frankfurter Buchmesse, dem Museo del Prado. Also viele Parteien haben sich da zusammengefunden, um dies auf das Messegelände zu bringen. Hier im Kunstverein, gleich hier um die Ecke, wird die von Rosa Ferrer und Ana Ara kuratierte Ausstellung 12 Art Stories Told from Spain über die Rolle der Fiktion in der künstlerischen Praxis im aktuellen spanischen Kontext gezeigt. Das Filmmuseum hat einen starken Schwerpunkt. Es geht um 2 wichtige spanische Autoren, Regisseure Luis García Berlanga und Juan Anto Bardem. Große Retrospektive. Sie haben gemeinsam Filme gedreht, 1951 den ersten zusammen. Berlangas Filme, ausnahmslos Komödien. Aber ich glaube, das ist auch etwas, was nicht so in unserem Gedächtnis ist, Spanien als Filmland. Und das wird das Filmmuseum zeigen, indem sie die Klassiker hierher bringen. Dann müsste jetzt hinter mir oben Books stehen, das möchte ich auf jeden Fall auch erwähnen. Auch das hier in Frankfurt möglich, mit der Literaturreferentin Sonja Fandenrath entwickelt. Tolles Programm wird sein. Ich freue mich auf all das, was hier in der Stadt selbst stattfindet. Diversität und internationale Ausrichtung der Frankfurter Buchmesse. Wie gesagt, das lässt sich eigentlich nicht voneinander trennen. Internationalität gleich Diversität. Die ganzen Geschichten aus der ganzen Welt an einem Ort. Wir werden etwas über 4000 Aussteller hier in Frankfurt erwarten. Fachbesucher aus mindestens 85 Ländern. Wir haben 70 Nationalstände. Wir haben ein neues Format entwickelt, die Workstations. Ich glaube, es gibt über 180 Workstations dieses Jahr, die in erster Linie von Fachbesuchern, von Fachverlagen auch genutzt werden. Wir haben die großen amerikanischen, die englischen Verlagskonzerne, die überall auf der Welt präsent sind, sind in gleicher Größe da wie 2019. Wir haben ein sehr anspruchsvolles, tolles Fachprogramm. Wir haben die
CEOs, die Heads of Houses der großen internationalen Verlage bei uns. Ob das Peter Warwick ist, der jetzt Scholastic, den größten Kinderbuchverlag der Welt, leitet. Ob das Nuria Kaputi ist, die für Penguin Random House alle spanischsprachigen Aktivitäten in Spanien, Lateinamerika leitet. Charlie Redmayne, der CEO von HarperCollins UK, Johnny Geller von Curtis Brown, aber auch aus der arabischen Welt, Shirin Khaidi. Das Kinderbuchthema beschäftigt uns, wie Sie wissen, seit vielen Jahren. Wir haben ein Fachprogramm aufgesetzt, Transform Diversity, mit, glaube ich, den bestqualifiziertesten Sprechern dazu, Avalone van Dijk, Lulu Trinkwart von Wilde Haare Publishing, Najiba Abaluri, die Illustratorin Shamisa Debroy. Wir haben unser Audio-Areal wiederbelebt. Audio, insbesondere Audiobuch-Streaming, ist nach wie vor ein sehr großes Thema für unsere Buchbranche. Audiobuch geht weltweit durch die Decke und das ist eine wichtige Verwertungskette für alle Verlage. Allein am deutschsprachigen Beteiligungen der IG Hörbuch, der Interessensgemeinschaft Hörbuch, werden Sie mehr als 20 Aussteller finden. Wir haben aber alle wichtigen internationalen Player, auch mit eigenen Ständen oder eben an diesen Workstations, ob das Spotify ist, Zebralution, Beat Technology, Bookwire, auch in Frankfurter Firma, Pozzadron, iContact, Saga Egmont, die sehr wichtig sind, Blackstone Publishing, sie werden alle da sein. Und wie gesagt, wir werden ein wichtiges Fachprogramm haben, insbesondere auch im Frankfurt Studio. Ja, wir haben, ihr erinnert euch, im letzten Jahr hatten wir dieses Fernsehstudio zum digitalen Streamen aufgebaut. Dieses Jahr wird das auch öffentlich sein. Wir haben auch dort wieder die wichtigsten für uns in der Branche Leute versammelt. Es wird Gespräche geben mit Michael Templin, Kobo, Rakuten, das ist eine kanadisch-japanische Firma, die sich auch mit elektronischen Büchern beschäftigt, Ashley Gardner von Wattpad, Webtoon. Das sind alles Dinge, die in die Zukunft auch weisen, ja, die aufzeigen, was alles möglich ist als Verlag. Der Verlag druckt keine Bücher. Der Verlag selektiert, er hat eine Qualitätsfunktion und er hat eine Distributionsfunktion, die nimmt er wahr, indem er alle Kanäle benutzt. Ob das Filmrechte sind, ob das Streamingdienste sind im Hörbuch oder im Film, bei Netflix oder sonst irgendwo. Und darüber werden wir auch dieses Jahr wieder auf der Frankfurter Buchmesse sprechen. Wir haben unser The Hof-Format wieder. Sie wissen, dass in diversen Hollywood-Filmen ist das schon aufgetaucht, wenn die im Verlagsgewerbe spielen, dann sprechen die Leute immer davon, dass sie im Oktober nach Frankfurt müssen. Und dann heißt aber abends trifft man sich im Hof. Und wer am Donnerstagabend hier durch die Stadt kommt und sieht, dass da 1000 Leute im Hof stehen, im Frankfurter Hof stehen, ist das immer sehr spannend. Wir haben diverse Einladungsprogramme, die mir, uns super wichtig sind. Wir haben ein Einladungsprogramm, wo wir Verleger aus Aserbaidschan, Südafrika, aus Ruanda, aus dem Libanon, aus Kuba, aus Haiti da haben werden. Wir haben ein neues Programm, Spotlight in Africa. Hier geht es tatsächlich darum, auch afrikanische Verlegerinnen sichtbar zu machen. Das machen wir auch mit der IPE, dem Internationalen Verlegerverband, mit Shega Boudour, der Präsidentin des Verbandes, zusammen, die sich zum Ziel gesetzt hat, insbesondere afrikanische Verlegerinnen sichtbar zu machen. Unser Agentenzentrum hatte ich angesprochen. Das sind mehr als 450 Tische aus 30 Ländern. Und das ist leider immer abgeschlossen, da darf keiner rein. Aber ich muss Ihnen sagen, das ist was sehr Spezielles. Ein Thema muss ich zum Schluss noch ansprechen, das wir nicht vergessen sollten. Und das ist natürlich, wir leben immer noch in pandemischen Zeiten. Sie können sicher sein, dass wir alles unternehmen, um die Gesundheit unserer Besucher zu schützen. Wir haben die Genehmigung, diese Messe durchzuführen, ohne jegliche Auflage. Ja, wir werden trotzdem zusätzliche Maßnahmen ergreifen, es wird etwas breitere Gänge geben. Wir schauen uns das alles an, wir sind im permanenten Austausch. Heute wird meines Wissens nochmal im Bundestag ja auch diskutiert, welche Optionen da sind, aber insbesondere unsere internationalen Gäste wird es freuen, dass sie jetzt ohne Maske im Oktober anreisen dürfen in den Flugzeugen. Ich fand das immer sehr bizarr. Ich musste kürzlich nach Zürich, morgens mit Lufthansa mit Maske, abends mit Swissair zurück ohne Maske, obwohl Swissair doch auch Luft. Ich habe es nicht mehr kapiert. Aber ja, wir werden alles tun, dass das auch gesundheitlich eine sehr sichere Messe wird.
Und wie gesagt, ich freue mich, Sie alle im Oktober auf der Buchmesse wiederzutreffen. Und jetzt gehört, glaube ich, die Bühne dem Programm, ne? Danke. Lars Birkenbertsch. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auch sehr, wieder hier sein zu dürfen und freue mich, dass Sie mit Interesse unsere Sachen verfolgen. Übersetzen ist das Leitthema der Frankfurter Buchmesse 2022. Das Übersetzen in seiner ganzen Vielfalt. Ideen, Themen, Texte müssen immer wieder neu übersetzt werden in andere Sprachen, Medien, Zusammenhänge. Übersetzung wird zum kritischen Erfolgsfaktor, wenn entgegengesetzte Positionen aufeinanderprallen, Jürgen Boos hat es auch schon aufgegriffen, oder unterschiedliche Kulturen sich begegnen, denn das Verstehen ist der erste Schritt zur Verständigung. Wenn zum Beispiel von einer Sprache in die andere übersetzt wird und Literatur kulturelle und politische Grenzen überwindet. Translate, Transfer, Transform ist zugleich Aufforderung und Grundhaltung. Sie steht für die Offenheit, sich dem Unbekannten und anderen zu öffnen, das außerhalb des eigenen liegt, in einen Dialog zu treten und sich für die daraus resultierende potenzielle Veränderung des eigenen Denkens zu öffnen. Ohne Übersetzung kein Verstehen und ohne Verstehen keine Verständigung. Wir haben, es ist uns gelungen, auf Anregung des Verbandes der Deutschen Übersetzer und mit Mitteln des Deutschen Übersetzerfonds aus dem Neustadt Kulturprogramm in Kooperation wieder ein internationales Zentrum für Übersetzung in Frankfurt zu etablieren. Das hatten wir schon mal vor vielen, vielen Jahren. Es dient als Ort des Austausches für die Übersetzerinnen und Übersetzer und ist mit einem breiten Bühnenprogramm versehen, darunter Themen wie Wer macht ein Buch zur Sichtbarkeit von Lektorinnen und Übersetzerinnen, Sensitive Reading and Translation, postkoloniales Übersetzen, aber auch unterhaltende Formate wie der Translator Slam oder Gläsern übersetzen, in dem Übersetzerinnen ihre Arbeit beispielhaft offenlegen. Jürgen Boos hat es schon angedeutet, wir bauen dieses Jahr den Frankfurt Pavilion wieder auf. Sie alle kennen vielleicht noch den Holzpavillon auf der Agora, umhüllt mit einer weißen Membran. Diesen Pavillon wollen wir dieses Jahr verstärkt als kulturpolitische Bühne nutzen. Wir alle kennen die Themen, Jürgen Boos hat sie auch gestreift, die uns in der Welt bewegen, die uns in der Branche bewegen. Und das alles wollen wir aufgreifen dort. Der Frankfurt Pavilion ist in diesem Jahr unsere kulturpolitische Bühne mit einem vielfältigen Programm, das wir dank diverser tatkräftiger Partner umsetzen können. Geplant sind Veranstaltungen zur Wehrhaftigkeit unserer Demokratien, zur Kunstfreiheit, zur Diversität der Medien- und Kulturbranche, zum Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, zur russischen Opposition im Exil, zu Afghanistan heute, zur Zukunft Europas und seinen Literaturen, zu aktuellen Übersetzungsfragen, zu Klima und Ökonomie. Und der Sonntag im Frankfurt Pavilion wird ganz dem Kinder- und Jugendbuch gehören an unserem Familientag. Ich darf eine Veranstaltung hervorheben. Und zwar werden am Donnerstagnachmittag im Pavillon in Zusammenarbeit mit der IG Meinungsfreiheit des Börsenvereins werden wir ein Panel zur russischen Opposition ausrichten. Dort wird anwesend sein Irina Scherbakowa vom Memorial, die aktuell in Tel Aviv und Weimar lebt, und Leonid Volkov, der Stabschef von Alexei Nawalny, wird aus Riga anreisen. Hervorheben möchte ich auch Arte. Arte wird am Messefreitag sein Projekt Und jetzt, et maintenant,
vorstellen, ein ganzer Nachmittag im Zeichen der Zukunft Europas und was daran die Jugend in Europa bewegt. Ein weiterer Schwerpunkt im Pavillon wird am Samstagnachmittag, also zur Hochzeit, Hochpublikumszeit, ganz zentral, unter der Überschrift »Was können Sie uns anhaben, solange wir einander hören?« werden wir einen Schwerpunkt setzen mit ukrainischen Autorinnen, darunter auch Sergei Jardin, Katja Petruskaya, Katerina Mischenko, Natalia Gumenyuk, Peter Pomerontsev, Aljona Karawai und Andrei Kurkov werden dort lesen und diskutieren. Wir machen das in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Goethe-Institut der Ukraine. Lassen Sie mich eine persönliche Bemerkung machen. Wir arbeiten dort mit sehr jungen, sehr engagierten Ukrainerinnen zusammen, die verteilt über Europa sitzen, im deutschsprachigen Raum, aber auch in Osteuropa. Und diese jungen Frauen haben manchmal ein kleines Kind an ihrer Seite und auch manchmal einen Mann, der im Krieg ist. Wir kommen jetzt zu unseren Medienpartnern. Sie wissen, ohne sie, ohne die Medien, wir brauchen sie und wir freuen uns, dass sie wieder so zahlreich kommen, entweder in Präsenz oder auch mit Programmen. Die Bühnen, die wir auf dem Messegelände vorfinden, die meisten kennen Sie auch, das Blaue Sofa, die Leseinsel der unabhängigen Verlage, das Forum Bildung in Halle 3.1, die ARD, der Hessische Rundfunk im Forum wieder dieses Jahr, nicht in der Festhalle. Penguin Random House bringt wieder eine Bühne mit. Und dann würde ich Sie gerne noch auf eine Neuigkeit hinweisen. Wir werden mit dem Portal TikTok zusammenarbeiten. Es wird ein BookTok Creation Corner geben und eine TikTok Stage am Sonntag auf der Agora. Und die Plattform TikTok wird dort von 10 bis 17 Uhr eine eigene Bühne auf der Agora bespielen und dort in Talkrunden, Workshops und Performances einige der beliebtesten Creators, AutorInnen und Verlage aus der BookTok Community zusammenführen und dort präsentieren. Eine Veranstaltungsreihe, auf die wir immer gerne hinweisen, sind die Sheroes, die Streiterinnen, die federführend vom HR initiiert wird. Ein diskursives Format, was über die letzten Jahre die Themen Feminismus, Aktivismus und Diversität ins Rampenlicht der Frankfurter Buchmesse gestellt hat. Des Weiteren haben wir natürlich prominente Gäste. Das ist hier nur ein Ausschnitt. Pars pro toto haben wir diese Gesichter, diese Menschen gewählt. Was mich besonders freut, ist, dass Donna Leon, die 80 wird in diesen Tagen, glaube ich, mit einem Buch da wird über ihr Leben und über ihr Schreiben, also nicht mit einem Krimi. Und wir werden sie am Donnerstagabend auf dem Messegelände im Kongresszentrum, wird sie mit Shelley Kupferberg und Wolfram Koch auf der Bühne sein. Wolfram Koch wird Teile aus dem Buch lesen. Dann kommen wir zum Bookfest. Jürgen Boos hat Open Books der Stadt Frankfurt erwähnt mit dem Bookfest. Das Bookfest verstehen wir als eine Ergänzung, die nochmal das Themenfeld nochmal erweitert hin zu anderen Themen, hin zu anderen Orten auch. Und wir sind wieder mit über 40 Veranstaltungen in der Stadt an 20 Orten. Viele Verlage, Autorinnen, Partner, die mitmachen. Wir kommen noch zum Frank. Kannst du mal auf das Kulturstadion vorgehen? Genau, das wollten wir noch erwähnen. Auch wenn die Eintracht gestern eine Niederlage hinnehmen musste, ist das Thema Fußball doch immer besonders und erfreut sich großen Interesses. Das Kulturstadion wird wieder dieses Jahr auf der Buchmesse sein. Das Kulturstadion ist eine Kooperation zwischen der DFB Kulturstiftung und der Litcam. Die Litcam ist eine der Buchmesse angeschlossener Bildungsträger, der Kultur und Fußball zusammenführt.
Die Beauftragte für Kultur und Medien, Claudia Roth, wird persönlich vor Ort sein am Samstagnachmittag, gemeinsam mit Dirk Ziller und einer Nationalspielerin über die Position des Frauenfußballs diskutieren. Weitere Gäste der Kulturstation sind unter anderem die Trainerlegende Volker Finke, der DFB-Präsident Bernhard Neuendorf, Sportmoderator Sven Voss, Fußballautor Christoph Biermann, darüber freue ich mich, Marco Bode von Werder Bremen, die Autoren-Nationalmannschaft, auch immer wieder toll. Ich weiß gar nicht, Jürgen, gibt es dieses Jahr ein Spiel zwischen der spanischen... Ah ja. Also es wird ein Spiel geben zwischen der deutschen Autoren-Nationalmannschaft und der spanischen Autoren-Nationalmannschaft. Und der Europapokal der Eintracht wird dort in der Halle 3 auch am Stand stehen. Und kein Fußballspiel von Spanierinnen gegen... Doch, genau, das ist die Autoren. Spielen gegeneinander. Genau. Damen auch. Genau. Verstehen Sie diese Auswahl wirklich nur beispielhaft? Sie haben die Unterlagen zu den Programmen, worauf ich noch hinweisen wollte. Wir sind noch nicht mit allen Programmen live online. Der Veranstaltungskalender füllt sich, ist freigeschaltet und füllt sich peu à peu. Ich denke, wir werden in 14 Tagen oder so werden Sie wirklich ein reichhaltiges Programm finden. Auch die detaillierte Programm zum Frankfurt Pavilion werden wir auch Mitte September auch nochmal gesondert dann vorstellen mit einer Mitteilung und auf der Homepage. Also seien Sie da gespannt. Wir sind dieses Jahr mit unserer Vorschau-PK auf die Messe ja ein bisschen früher als sonst. Deswegen sind wir da in den Details noch nicht ganz so weit, aber ich denke, in den Unterlagen, da sehen Sie schon sehr viel, bekommen Sie einen Eindruck von dem reichhaltigen Programm. Vielen Dank. So, da war jetzt noch die App eingeblendet, die ist ab Mitte September live und dann finden Sie auch alle Aussteller der Buchmesse, Veranstaltungen und weitere Funktionen. Vielen Dank, Jürgen Boos, vielen Dank, Lars Birkenberg. Jetzt habe ich das Vergnügen, Ihnen Cristina Morales vorzustellen. Sie wird von der Literaturkritik als eine der talentiertesten spanischen Autorinnen der jüngeren Generation gefeiert. Sie ist 1985 in Granada geboren und studierte Rechts- und Politikwissenschaften mit dem Schwerpunkt internationale Beziehungen. Und sie hat mir gestern erzählt, dass sie eigentlich auch die Diplomatenlaufbahn einschlagen wollte, aber das hat aus bestimmten Gründen nicht geklappt. Ich glaube, es lag an der Wirtschaftskrise, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Sie verfasste mehrere preisgekrönte Romane und Kurzgeschichten und hat als Dramatikerin unter anderem für Sol Pico, Sara Molina und das Nationaltheater von Katalonien gearbeitet. 2019 gewann Cristina Morales als jüngste Autorin den Premio Nacional de Narrativa des spanischen Kulturministeriums und im Jahr 2021 wurde sie von der Zeitschrift Granta zu einer der besten Nachwuchsautorinnen Spaniens gewählt. Und Cristina Morales ist Tänzerin und Choreografin der zeitgenössischen Tanzkompanie Iniciativa Sexual Femenina und sie ist auch Produzentin einer Punkband Ad Asco sowie Mitglied des Kollektivs Bikini Bikini. Und ihr Roman Leichte Sprache, der bei Matthes und Seitz erschienen ist, und zwar dieses Jahr, der spanische Roman ist 2018 erschienen, erhielt sie dieses Jahr auch im Sommer den Internationalen Literaturpreis des Hauses der Kulturen der Welt. Und wir haben Cristina Morales gebeten, dass sie sich mal Gedanken macht zum Thema Übersetzen. Und ich bitte Sie jetzt, Ihre Rede zu halten. Sie sollten sie auch alle in der Hand haben und alle Online-Zuschauer finden Sie online auf unserer Website im Pressebereich. Danke. Cristina. Buenos días. Penetrar y ser penetrada. Ser traducida es como ser penetrada por una lengua extranjera. Es un acto de fe hacia mis traductoras y traductores, al igual que siempre se trata de un acto de fe el lanzarse a los brazos de los nuevos y las nuevas amantes. Entre quienes se empiezan a acariciar no existe código compartido todavía,
solo voluntad de entendimiento. Esa voluntad de entendimiento es lo que hace que yo no lo mande todo a la mierda cada mañana que me levanto. La ciudad en la que vivo, Barcelona, el piso que me acoge, la casa que me estoy comprando, los familiares, el banco, el notario, los aeropuertos, los hoteles, las lesiones, las drogas, la danza y, sobre todo, la escritura y la literatura todas. Solo sé y solo puedo escribir sobre amor. Así lo decía quien fuera mi maestro cuando yo era adolescente y él acababa de cumplir 30 años, el escritor hispano-argentino Andrés Neumann. Quien cree en la traducción, cree en el amor. Una vez yo le hablé de un amante mío extranjero, alemán, precisamente, de quien le dije estar locamente enamorada. ¿Qué quieres decir con locamente? Me preguntó, poniendo, como todo buen maestro, el dedo en la llaga. Neumann sabía, tan bien como yo, que estaba empleando una frase hecha, un eufemismo, una romanticonería vacua para ahorrarme una más esforzada expresión de mis sentimientos. Pecado de escritora, esa pereza. No recuerdo lo que le respondí al maestro, pero su certera pregunta provocó que yo me lanzara a escribir para responderla. Escribí un texto titulado Ante el Loba, que, releído hoy, aún no está traducido, me parece extraordinariamente vigente. Me veo súper lúcida en él, con la imbatible sabiduría sobre el amor y el deseo que se tiene a los 20 y poquísimos años. No estoy siendo irónica. ¿Me explican mejor eso de quien cree en la traducción cree en el amor? Le pregunté yo a Neumann la vez que me soltó aquella máxima. En esa época yo solo había publicado un libro de cuentos en una pequeña editorial de mi ciudad natal, y lo de que tu obra se tradujera era parte del Star System literario, Star System del que mi joven maestro empezaba a ser parte. De lo que él me respondió sí me acuerdo bien. Venía a decirme que hay quien no lee obras traducidas o las lee con gran recelo porque le parece que la esencia de la obra se pierde al ser llevada a una lengua foránea. Quien así piensa suele concebir el amor de manera también esencialista. O los seres entran en perfecta comunión entre ellos o no se le puede llamar amor a la cosa. O los enamorados se confunden entre sí, o se hacen uno, otra vacua romanticonería como la mía de locamente enamorada, o eso ni es amor ni es nada. La concepción del amor de Neumann, y ahora también la mía, se parece al acto de la traducción. La fidelidad al texto original jamás podrá ser absoluta, como jamás podrá ser absoluta la reciprocidad en el acto de amar. Los amantes son seres humanos distintos, radicalmente distintos, si me apuras. Perdón. Los amantes son seres humanos distintos, radicalmente distintos, si me apuras, al igual que las lenguas pueden ser radicalmente distintas. Incluso las lenguas que se parecen entre sí son radicalmente distintas. Incluso los amantes que más se parecen entre sí son seres humanos radicalmente distintos. Si existe alguna esencia, es la diferencia. La traducción y el amor no es que se ocupen de disminuir esa diferencia. No, al contrario, se ocupan de hacerla brillar. Mi amada y amado facilitan que yo sea yo misma. Yo puedo ser genuina ante ellos. Ellos son espacios de libertad. El amor no anula la diferencia, la potencia y la abraza.
La lengua que traduce es como el amante generoso que se abre de pierna ante la lengua traducida. Es como la amante de erección dispuesta. La lengua que traduce le dice al texto original: ven conmigo, démonos eso que todavía no tenemos, confía. Solo cuando te entregas es cuando recibes. Leer obras traducidas es como ir a un peep show, o mejor todavía, es como ser invitada a un polvo grupal y decidir quedarse mirando, a la vez íntima y públicamente, el amor que se están dando los otros, amando y siendo amada con tu mera presencia a la vez. Yo, como escritora traducida, os invito a presenciar las sesiones de sadomaso que he mantenido con mis traductoras y traductores del alemán, del francés, del griego, del esloveno, del brasileño, del italiano, del portugués, del polaco, del inglés. Sed todas bienvenidas y bienvenidos. Tenemos amor de sobra. Hay motivos para no mandarlo a la mierda todo cada vez que nos levantamos por la mañana. Gracias. Muchas gracias, Christina. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch für mich ist es eine große Ehre, ein Vergnügen. Ich möchte zuerst Dankeschön sagen der Buchmesse, Jürgen Boos, Katrin Grün und dem ganzen Team für die tolle Zusammenarbeit mit Spanien und in meinem Fall, in unserem Fall mit dem Instituto Cervantes. Wir sind sehr froh, werden noch einige Beiträge leisten und auch wunderbar, dass ich heute ein paar Worte, Fragen stellen darf an Christina Morales. Wir haben ein bisschen überlegt, ob wir über das Buch sprechen, was ich Ihnen sehr empfehlen möchte, Leichte Sprache. Es ist ein ganz radikaler, ganz interessanter Roman. Es gibt auch schon einige Rezensionen im Netz. Vielleicht, wenn Sie auf den Geschmack kommen möchten, kann ich sehr empfehlen. Aber wir haben gedacht, haben wir nicht so viel Zeit, wir sprechen einfach über die Übersetzung. Y mi primera pregunta sería si Frankfurt es el principal sitio del mundo para traducciones. ¿Qué significa para ti Frankfurt? Frankfurt ist ja der größte Umschlagplatz auch für Übersetzungen. Deswegen wollte ich Christina Morales fragen, was Frankfurt, die Buchmesse, für sie bedeutet. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Gracias, Ferran, por hacerme de intérprete y traductor. Como he dicho antes, es un acto de amor. Entonces, si tuviéramos que seguir la filosofía del texto que acabo de leer, pues esto de Frankfurt sería un Sodoma y Gomorra maravilloso. Para mí representaría una orgía vital. Y bueno, qué duda cabe que es para mí el primer año en que soy invitada y representa sin ningún género de duda un hito muy especial en mi carrera como escritora. No podría imaginarlo hace 3-4 años cuando el libro salió publicado en español. Ja, erstmal vielen Dank, hier sein zu dürfen. Vielen Dank an Sie, dass Sie gekommen sind. Und Dank an den Übersetzer, an mich in diesem Fall, fürs Übersetzen, fürs Dolmetschen. Wenn Übersetzen ein Liebesakt ist, dann, wenn wir dieser Philosophie folgen, dann stelle ich mir die Buchmesse als ein einziges Sodom und Gomorra vor, ein wunderbares. Eine vitale Orgie für mich. Nein, für mich persönlich, ich bin zum ersten Mal eingeladen in Frankfurt und ich hätte mir das nie träumen lassen, als das Buch vor 4 Jahren erschien, dass ich dieses Buch dann auch auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren könnte. Si quieres, digamos que el término traducción etimológicamente y también como tópico es más la traducción de intermediaria entre el autor y el lector o la lectora, ¿no? De eso, ¿cómo lo ves desde tu posición? Porque tú decías la autora y la lengua. Entonces los lectores nos quedamos un poco fuera.
Estas dos ideas son compatibles o es otra cosa para ti? Also meine Frage ist, etymologisch und vom Stereotyp her sagt man ja immer, ja, die Übersetzung ist ja wichtig als Brücke zwischen dem Autor und dem Leser, der Leserin. Steht das im Gegensatz zu dem, was sie uns in ihrer Rede erklärt hat, oder ist das durchaus vereinbar? Creo que el concebir la traducción solo como una intermediación para mí se queda corto. Una vez a mi traductora al alemán, a Friederike von Kriegen, a quien saludo, que creo que está viéndonos, le preguntaron algo que parece muy banal. Le preguntaron si las palabras de la edición alemana de lectura fácil eran suyas. Y Friederike respondió, evidentemente sí. Por tanto, no es solo una intermediadora, es como comentaba antes, alguien absolutamente imprescindible. Imprescindible para el lector germanoparlante en este caso. Yo tiendo a concebir a mis traductores y traductoras de las diferentes lenguas como una gang que yo tengo por el mundo, unos escuderos que me acompañan y que defienden el texto como propio porque es su propio texto. Y a mí este compartir la propiedad, directamente la propiedad del texto, esta comunitarización del texto, me hace no sentirme sola, me hace poder sentirme amada. Ja, der Übersetzer, die Übersetzerin ist nicht nur Vermittlerin. Und ich grüße sehr herzlich Friederike von Kriegern, die uns, glaube ich, folgt. Friederike von Kriegern wurde gefragt einmal, ob die Wörter der deutschen Ausgabe von Leichte Sprache ihre Wörter von Friederike von Kriegern sind. Und sie sagte, ja, natürlich sind das meine Wörter. Und Christina Morales teilt diese Auffassung, dass der Übersetzer, die Übersetzerin nicht nur Bindeglied ist, sondern ein unverzichtbares Element. Ich begreife meine Übersetzer als eine Gang, die mir auf der ganzen Welt folgt und von der die wir als Gruppe verteidigen einen gemeinsamen Text, jeder auf seine Weise, mit seinem Instrument, mit dem, was er hat. Und das ist das Beste für mich, dass wir einen gemeinsamen Text haben, den wir aber teilen. Und so bin ich auch nicht allein. ¿Quieres decir algo más sobre la diferencia? Eso es muy interesante, ¿no? Porque tu tesis es que cuanto más diferentes, mejores los amantes, más, mejor se lo pasan, a lo mejor, y mejor la traducción. Entonces, eso puede tener muchas consecuencias. Ich bitte Sie nochmal einzugehen auf den Differenzbegriff, der ja in Ihrer kleinen Rede im Mittelpunkt steht, in ihrer These. Ja, offensichtlich, je unterschiedlicher man ist, desto mehr Spaß hat man in der Liebe. Es geht natürlich nicht nur um Spaß, aber erstmal darauf, ist das bei der Übersetzung auch so? Esta pregunta muy difícil. Este tema de la traducción para mí reviste gran misticismo, debo decir. Al igual que el amor. El chileno Roberto Bolaño, maestro, decía de un personaje suyo en 2666, la baronesa von Krumpe, me parece que se llamaba, no recuerdo. Decía de ella, todas las mujeres que tienen una intensa vida sexual tienen a su vez una beta mística. Esto lo encontramos en la historia del misticismo, ¿no?
mencionaré solo a la gran mística española Teresa de Jesús. Bueno, la propia, los místicos también hablaban de traducción, utilizaban la palabra traducción o traslación cuando escribían la palabra de Dios. Ellos se consideraban no escritores, sino traductores de Dios. A la vez sabemos que para los místicos esa traducción, esa traslación solo era posible en virtud del amor, en este caso del amor divino. Entonces, si todo esto lo paganizamos y lo llevamos al mundo editorial y literario, creo que se cumple la similitud y la analogía. Los perfectos desconocidos que somos mis traductores y yo, cuando nos encontramos por primera vez, es precisamente ese profundo desconocimiento, es precisamente esa no necesidad de conocimiento interpersonal lo que favorece un entendimiento más profundo. Yo luego ya me he ido de borrachera con ellos, pero no ha sido sino el reconocimiento de la profunda diferencia entre nosotros lo que ha favorecido después un entendimiento coloquial, normal. También porque en ese caso ellos aportan toda su carga biográfica, no solo sus conocimientos de la lengua y de la cultura. Si kann ja mal drüber nachdenken, piénsatelo, si lo voy traduciendo. Ja, das ist eine sehr schwere Frage. Übersetzung ist eine mystische Sache. Roberto Bolaño sagte in 2666, in seinem großen Roman, über eine Baronin, oder anlässlich der Darstellung der Baronin, sagt er, alle Frauen mit einem intensiven Sexualleben haben auch eine mystische Ader. Und das ist richtig, wenn wir an Teresa von Avila denken. Die Mystiker, Mystikerinnen sprechen ja auch von einer Übersetzung. Sie begreifen sie selbst nicht als Autorinnen, sondern als Übersetzerinnen Gottes. Und wenn wir das nicht auf die göttliche Liebe beziehen, sondern auf unsere literarische und Verlagswelt, dann bedeutet das letztendlich, ich kannte meine Übersetzer nicht, bevor sie anfingen, meinen Text zu übertragen. Wir waren Fremde. Und wir sind aber über diese Arbeit zusammengewachsen, zusammengekommen. Und es ist auch gut so, dass es Fremde sind. He dicho que es bueno que sean extraños, que no os conocieras. Vale, bueno. Ahora, lo otro que te preguntaba. La vida. Bueno, es que... ¿En qué consiste la diferencia? ¿Dónde besteht die Differenz? Lo quiera uno o no, la vida del traductor ahí está. O sea, no es el traductor de Google. O sea, el traductor, lo quiera el autor o no, tiene vida. A algunos les fastidiará, pero claro, el traductor tiene vida. Entonces, yo me ponga como me ponga, tengo que negociar con esa vida. Tengo que negociar incluso con su miedo, su autocensura y todo el sistema social que rodea la lengua a la cual se va a traducir. Esto de la negociación se ve muy visiblemente, muy claramente con las palabrotas. Cuando, si yo en español escribo un taco, una palabrota muy extrema, a veces el traductor o la traductora tiene que tomar en cuenta el orden social en que la traducción se va a insertar y decidir atemperarla o no. Eso fue difícil para mí de entender. Eso para mí fue difícil de entender al principio. Porque si yo defiendo alguna literalidad, sería la de las palabrotas. ¿Para qué sirve una palabrota sino para ser literal? Ja, jeder Übersetzer hat natürlich ein eigenes Leben und führt auch ein Eigenleben. Er ist in einem
gesellschaftlichen, kulturellen Kontext aufgewachsen. Und mit diesem Leben muss ich dann als Autorin verhandeln. Ich muss immer, natürlich nicht explizit, sondern ich muss damit, damit leben, dass es dieses Leben gibt, der Übersetzerin. Und ganz besonders merkt man das oder wird mir das deutlich bei Flüchen und bei schmutzigen Wörtern. Ich bestehe immer darauf, dass sie wörtlich übersetzt werden. Aber es war ein schmerzlicher Prozess für mich. Ich musste akzeptieren, dass diese Begriffe oft eben dann doch abgemildert werden mussten, weil der kulturelle Kontext der Zielsprache es erforderte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit haben wir noch? Una preguntita más. Sí. ¿Tú quieres decir algo más? Porque yo creo que ese tema de la diferencia, lo que tú dices en tu texto es que nos enriquece. Uh-huh. Y que evita la previsibilidad. Uh-huh. Nos da riesgo. ¿Quieres decir algo sobre eso para acabar? Sí. Ich wollte noch mal insistieren auf das Thema der Differenz. Und zwar insofern, als aus Ihrem Text hervorgeht, dass natürlich die Differenz dem Ganzen eine Spannung verleiht, der Beziehung zwischen diesen zwei Subjekten. Unvorhergesehenes hinzukommt, wenn man sich schon kennt, dann ist das vorhersehbar. Wenn man sich nicht kennt, ist das, wenn man verschieden ist, ist das stärker unvorhersehbar. Und das Risiko kommt dazu als Faktor. Und damit ist mein letzter Impuls an Sie. Te doy la palabra para que acabes nuestra pequeña charla. Dale. Creo que con la diferencia pasa como con la vida de los traductores que no son máquinas. O sea, la quiera o no, el otro ser humano es diferente. En nuestra mano está decidir si queremos a ese ser humano íntegramente en su diferencia o si queremos aplicarle politiquillas de integración, inclusión y normalización. Eso es una decisión política de gran calado. Entonces, mi apuesta personal y política es la de renegar de cualquier intento de normalización del otro a favor de mi particularidad. Claro, implica riesgo, implica un reajuste constante. Alterada todo el día. Tú estás alterada. Eso dice Angélica Lidl, grandísima dramaturga española. Dice en el escenario, ¿para qué quiero la calma? Dice, ¿para qué quiero la calma? La falta de calma es lo que le hace, bueno, escribir las grandísimas obras que escribe y abrazar la diferencia, claro. Ja, die Differenz ist ja offensichtlich, wir sind keine Maschinen, sonst natürlich bringt der Autor, die Übersetzerin, ihr ganzes Leben mit rein. Bei Google Translate bringt das natürlich nicht mit. Und deswegen müssen wir damit leben als Autoren, dass der andere, die Übersetzerin, ihre Differenz mit hereinbringt. Aber was ich wichtig finde dabei, ist, dass man von dem Versuch Abstand nimmt, das Gegenüber zu normalisieren, sagt sie, ich übersetze das mal, also zu standardisieren, zu glätten, hat sie auch gesagt. Und dieser Versuch der Anpassung an den eigenen Wunsch, an das eigene Leben, an die eigenen Vorstellungen, ist eine Herausforderung. Und ich muss denken an Angélica Lidl, eine spanische Theaterautorin, die sagt, wozu Ruhe? Ich brauche Unruhe, ich muss mich reiben, das ist das, was mir Kreativität verschafft und was mich antreibt. Muchas gracias. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Cristina Morales. Vielen Dank, Ferran. Und wir haben jetzt noch Zeit für Fragen. Also wenn Sie Fragen haben, Jürgen Boost, Lars Birkenberg, Christina, wir sind alle da und beantworten die. Voilà. Okay, Frau Schulmerich, bitte. Ja. Mit Mikro oder ohne?
Genau. Ich habe eine ganz kleine Frage. Nein, zuerst mal will ich sagen, ich freue mich auch total auf die Buchmesse. Es wird Zeit. Und eine kleine Frage an Jürgen Boos. Als er sprach vom Buchmarkt, war ich völlig erstaunt, dass der deutschsprachige der zweite und der spanische nur der dritte ist. Das bezog sich jetzt nur auf Europa. Weil weltweit kann ich mir gar nicht anders vorstellen bei der Verbreitung des Spanischen, dass das nicht der zweite Buchmarkt wäre, wenn man von China und Indien sowieso absieht. Wie immer hat Statistik seine Tücken. Tatsächlich ist es aber so, dass der deutsche Buchmarkt mit dem japanischen übrigens größer ist als der spanischsprachige, weil die Kaufkraft viel niedriger ist, weil gar nicht so viele Bücher gekauft werden. Ja. Dass es viel mehr Leser gibt, ist unbelangen. Ja. Und in Japan ist zum Beispiel die Statistik so hoch, in Japan gibt es einen extremen Gebrauchtbuchmarkt. Wenn Sie durch Tokio gehen, sehen Sie an jeder Ecke einen kleinen Kiosk, wo die Leute ihre Bücher wieder hinbringen und dann werden die wieder verkauft. Ja, also damit geht. Und die rechnen auch die Tageszeitungen als Bücher. Also damit sind Statistiken was ganz anderes. Aber es ist tatsächlich so, dass der deutsche Buchmarkt sehr wichtig ist, dass wir auch ein Transmissionsriemen sind. Das heißt, was ins Deutsche übersetzt wird, schauen die anderen Europäer, funktioniert das hier? Und dann kaufen sie auch die Rechte. Ja? Deswegen, auch deswegen ist Frankfurt so wichtig, dass tatsächlich wir sehr viele Übersetzungen lesen. Die Amerikaner im amerikanischen Buchmarkt sind es unter 3%. Ja, bei uns sind es 30%, mehr als 30% Übersetzungen. Danke. Und auch eine Frage an Christina Morales. Und zwar hat sie uns am Schluss eingeladen zur Session, sage ich jetzt mal, auf der Buchmesse. Aber sie hat nur europäische Länder genannt. Brasilien nehme ich jetzt mal zu Portugal. Das ist für mich noch nicht Sadomaso, aber das wird Sadomaso, wenn ich an chinesische Literatur, indische Literatur, arabische und was es alles noch gibt, weil das sind kulturell ganz andere Kontexte. Wir haben in Europa immerhin schon durch unsere Geschichte irgendwo ein gemeinsames Band. Aber das Übersetzen aus diesen Ländern, wo ich dann nicht weiß, wenn es heißt, als der große Sturm war, wann das war, oder als der und der abgesetzt wurde, wann das war. Alles diese völlig anderen Lebenswelten, das, denke ich, ist beim Übersetzen das eigentliche Sadomaso. Sollen Sie was dazu sagen? Gerne. ¿Qué más quisiera yo que en la orgía hubiera China, chinos y invitados del mundo asiático? Sí, yo también me pregunto cómo serán las sesiones cuando se amplíe la invitación a Asia. Espero que la Feria Libro de Frankfurt sea la oportunidad para ampliar el grupo. Sí, sí. Danke. Herr Wecker hatte sich, glaube ich, auch gemeldet. Ja. Ich habe die Informationen bis jetzt noch nicht gelesen, die vorab gekommen sind, aber ich habe eine Frage, was ist eigentlich mit den russischen Verlagen? Ich gehe davon aus, dass die nicht eingeladen sind. Habe ich da recht? Oder? Ich meine, das ist ja eine wichtige Frage. Wir haben uns sofort nach Kriegsbeginn entschieden, nicht mit russischen Organisationen, die dem Kreml nahestehen, zusammenzuarbeiten. Und da der Gemeinschaftsstand durch das russische Buchinstitut durchgeführt wird, wird es keinen russischen Stand geben. Und einzelne gibt es auch nicht. Es ist sehr schwierig, so sehr ich mir das wünschen würde, vielleicht, sagen wir mal, dissidentische Autoren, Verleger auf der Buchmesse zu sehen, die haben Probleme, ein Visa zu bekommen. Und Teil von ihnen hat Angst, dass sie nicht mehr zurückkommen. Andere leben in Barcelona, leben irgendwo in Europa. Russische Autoren, die werden da sein. Aber wenn Sie sagen Verlage, ist es schwierig, weil schlussendlich ist das Schulbuchgeschäft, das Kinderbuchgeschäft das größte, auch in Russland. Und damit hängt man direkt am Staat. Und man ist sehr vorsichtig. Die
Gibt es weitere Fragen? Ja, Herr Leclerc? Auf dieses Plakat auf Französisch, aber kann ich eine Erklärung dazu haben? Oder ist das ein Werbeplakat? Ja, das ist die Werbeplakat für die Übersetzungskampagne. Ja. Ja. Herr Leclerc. Vielen Dank, Florian Leclerc, Frankfurter Rundschau. Herr Boos, Sie hatten die Zahlen genannt. Ich muss sie noch mal kurz verifizieren. Es werden 1000 Ausstellerinnen und Aussteller grob erwartet. Ist es korrekt? Wie viele Besucherinnen und Besucher werden denn schätzungsweise erwartet? Also wir erwarten zum jetzigen Zeitpunkt vom Stand der Anmeldungen her, Sie können auch demnächst auf den Katalog gehen, der online ist, da können Sie immer gucken, wer da ist, erwarten wir mehr als 4000 Aussteller. Also 4, 3 mal die 0. Von den Fachbesuchern her kann ich nur sagen, dass wir zum jetzigen Vorverkaufsstand auf dem Niveau von 2019 liegen. Ja, wenn wir das hochrechnen würden, dann wären wir wieder bei 300.000 Menschen. Das würde ich mir sehr wünschen, ich glaube es aber nicht wirklich. Ja, also uns fehlen ja einige Länder, China wie gesagt, mehrfach angesprochen, wobei das Kontingent war da nicht so groß. Ich weiß nicht, wie die Menschen mit Großveranstaltungen und Pandemie umgehen. Ich glaube, das Fußballstadion war gestern voll, oder? Wer immer. Vielleicht ist es nochmal eine andere. Ich kann es Ihnen nicht sagen, wie sich das entwickeln wird. Ich kann nur von den Vorverkaufszahlen sprechen und die liegen auf Niveau 19. Vielen Dank. Im vergangenen Jahr hat ja die Debatte um den Boykott schwarzer AutorInnen die Buchmesse geprägt. Wie wollen Sie denn einem solchen Boykott in diesem Jahr vorbeugen? Und jetzt im Herbst werden natürlich Themen wie die Energiekrise sehr stark diskutiert werden. Spiegelt sich das auf der Frankfurter Buchmesse auch? Ja, ich hatte es ja am Anfang gesagt, all diese Themen finden sich wieder, weil sie sich in den Büchern wiederfinden und weil die Autoren sie aufgreifen. Und als wir im letzten Jahr diesen Aufruf der Rowohlt-Autorin hatten, nicht zu kommen, hat uns das tatsächlich sehr beschädigt, weil wir immer sagen, Frankfurt ist ein sehr sicherer Hafen, sonst würden nicht seit fast 75 Jahren die Menschen aus der ganzen Welt nach Frankfurt kommen, ja, weil sie hier sicher fühlen, weil hier der einzige Platz ist, wo man miteinander reden kann, wo man Geschichten mitbringen kann, sich austauschen kann und das in einem geschützten Raum. Und deswegen ist uns das wichtigste Gut, überhaupt diese Vielfalt herzustellen. Und wenn jemand zum Boykott aufruft, dann kann er das auch. Ja? Hier geht es um die Freiheit des Wortes. Ja? Ich benutze ausdrücklich nicht Meinungsfreiheit, sondern Freiheit des Wortes. Ja? Das passiert in den Büchern, in den Filmen, in den Theaterstücken. Alles, was hier in Deutschland nicht tatsächlich verboten ist, kann in Frankfurt stattfinden. Sie sprechen auch von dem geschützten Raum. Sie haben auch eben noch mal auf Rushdie rekurriert und sagt, ich konnte mir nicht vorstellen, dass so etwas passieren kann. Sind Sie auf irgendwelche Zufälle dieser Art vorbereitet und wenn ja, wie? Wir sind vorbereitet, aber ich sage Ihnen nicht wie. Das darf er auch nicht. Das wäre ja kontraproduktiv. Nein, wir arbeiten sehr eng mit nationalen und internationalen Behörden zusammen. Und ich glaube, da können Sie ganz sicher sein, dass man das sehr ernst nimmt in Deutschland. Ich meine, wir hatten letztes Jahr das Gastland Kanada. Überlegen Sie, wie dieses Land jetzt in Trauer ist, was da schon wieder passiert ist. Ja? Und es sind Dinge, die nicht vorstellbar sind. Ja? Und trotzdem versuchen wir, auf alles gerüstet zu sein. Eine Frage zur Arbeit des Awareness-Teams. Ist dieses Team nur für Besucherinnen als Ansprechpartner in der Halle 4.0 und wird es nur auf Anfrage agieren oder wird dieses Awareness-Team, dieses Antidiskriminierungsbundes auch sozusagen so eine aufsuchende Arbeit machen? Also wird das Team durch Hallen gehen, wird sich Präsentationen anschauen, Gespräche suchen? Wie wird das funktionieren? Also ich würde Katrin bitten, dazu was zu sagen. Aber eigentlich ist jeder Auftritt eines Autors, einer Autorin auf der Buchmesse eine Art von Awareness. Ja? Deswegen auch die Streiterinnenreihe, deswegen an vielen anderen Diskussionen. Aber die Rolle des Teams, Katrin, wenn du das nochmal vorstellen könntest. Ja.
Wir arbeiten mit dem Bund für Antidiskriminierungs- und Bildungsarbeit in Berlin zusammen. Da sind 4 Mitarbeiterinnen vor Ort, die das Awareness-Team bilden. Und die sind im Grunde genommen Ansprechpartnerinnen für Personen, wenn etwas vorgefallen ist. Es kann eine ganze Bandbreite von Themen sein, zum Beispiel wenn jemand im Rollstuhl eine Veranstaltung nicht besuchen kann, weil eine Rampe fehlt, ja, würden die sowas zum Beispiel entgegennehmen und wir würden dann natürlich sofort dafür sorgen, dass das behoben wird. Aber auch jede andere Fälle von Diskriminierung würde das Antidiskriminierungsteam entgegennehmen. Sie werden einerseits in der Halle 4.0 einen Stand haben, den man sozusagen begehen kann, aber es gibt auch Räume, die man aufsuchen kann, also wo einfach in einem geschützten Raum Gespräche stattfinden können. Und natürlich werden die auch rumlaufen. Die gehen natürlich auch über die Messe. Ja. Gut. Also, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. Und ich danke den Rednerinnen und Rednern. Ich danke Christina Morales, dass sie da war und es war wirklich eine ganz tolle Rede, ein ganz toller Beitrag. Genau.